Hi Leute. Ja, es tut sich mal wieder was bei mir. Ich vergrößere mich, wo ich gesagt habe, ich mache es nicht. Hat aber den Hintergrund, ja, wie ihr seht, da drüben steht ein Cubicus 270, schön mit Technikeinheit drunter. Ich war pauschal gesagt leid. Ich gehe da jetzt mal so ein kleines bisschen hier dahinter. Ständig hier hintergreifen zu müssen. Und unter anderem, wie man hier sieht, ist es auch ein bisschen eng. Aber das mal nebenbei. Fakt ist, da drüben geht es nachher weiter. Ich habe jetzt das Becken so weit vorbereitet, dass es eingeräumt werden kann. Die Technik, die Verkabelung ist soweit alles eingerichtet. Mit dem Abschäumer werde ich mal schauen, ob ich den drin lasse. Offiziell ist er bis 250 Liter. Sollte eigentlich machbar sein. Je nachdem, wie sich die Werte entwickeln. Ne? Schauen wir mal. Gegebenenfalls kommt dann ein anderer rein. Mal sehen. Ja, oben rechts Dosieranlage. Material dazu steht da auf der rechten Seite. Drei Hähne bzw. drei Überläufer habe ich, beziehungsweise drei Bohrungen. So. Und auch hier nach links weggezogen, hier in dem Bereich für einen Wasserwechsel, finde ich sehr gut. Ja, kleiner Nachfülltank, muss ich leider pauschal sagen, das ist mir sehr wenig, aber da müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Das Becken wird definitiv wie das andere auch wieder abgedeckt. Kommen wir hier oben hin. Da haben wir die beiden Jebau drin. Eine New Wave als Strömungspumpe noch zusätzlich. Und dann da oben die Rückförderung hier unten aus dem TB. Das Ganze wird betrieben mit einer Tunse. Knapp 3000 Liter. Schauen wir mal, was oben ankommt, weil ist ja dann doch eine ganz schöne Höhe. Ja, weiterhin befeuert wird das Ganze mit meiner ATI X2, die ich natürlich dann jetzt von den Einstellungen her hochpowern muss, weil das Becken hat eine 65er Höhe. Das wird also pauschal gesagt lustig, darin zu arbeiten. Aber ich finde diesen Würfel auch sehr schön. Ob ich den jetzt oben so lasse, ohne den Rand oder den Rand noch draufsetze, das entscheide ich spontan. Ja, erstmal soweit dazu. Technikvorbereitung. Ich werde gleich nochmal nach Aachen fahren müssen, noch ein paar zusätzliche Riffäste organisieren und ein bisschen Kleber. Und ja, wie man hier sieht, da stehen die Tonnen schon, das Wasser ist angeheizt. Werde ich dann hier hingehen, das Becken leer laufen lassen, Fische rausfangen, die Äste nach Möglichkeit schnellstmöglich rübersetzen in das Becken, sobald die Äste drüben sind, den Sand schnell rüberpacken und dann direkt wieder Wasser drauf. Dass die Korallen so kurz wie möglich außerhalb des Wassers sind. Also ich plane das Ganze innerhalb, zumindest, dass die Korallen wieder Wasser kriegen, innerhalb von einer Dreiviertelstunde maximal. Also ablassen und wieder einsetzen. Das sollte theoretisch machbar sein. Ohne jetzt jedes einzelne Tier da abmachen zu müssen. Ja, großes Projekt wieder. Einige werden mit dem Kopf schütteln. Andere sagen, schön. Ihr wisst, was ich davon denke. später dann mehr. Leute, hat sich wieder eine Kleinigkeit getan. Und zwar habe ich die Front verändert, weil die Tür, die da drin war, das hatte für mich ja, von der Optik her was von der Küche. Das ist einfach eine ganz normale Plexi-Scheibe. Die werde ich noch mit einem Magneten oben befestigen, sodass man die einfach nur davor klicken muss. An der Seite kommt auch noch eine davon dran. Ja, das nächste, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, ist das Teil eingeräumte Becken. Ja, ich fange jetzt erstmal hier an, die Korallen abzusammeln.
Stückchen was in Eimer reinpacken an Wasser und dann, sag ich mal, die größeren Tiere von den Ästen runternehmen und dann ja, versuchen, das Gerüst an einem Stück rüber zu kriegen, dann den Sand, dann schnellstmöglich wieder Wasser rein. Zwischendurch muss ich ja noch die Tiere auch noch rausfangen. Und ja, so ist der weitere Ablaufplan. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Also, Riffäste stehen drüben, sind Gott sei Dank zusammengeblieben. Da ist das alte. Einmal tut er komplett leer. Sand ist drüben. Und jetzt fülle ich so nach und nach das Wasser rüber. Korallen habe ich hier drin. Da werde ich das Wasser jetzt auch noch bis einen gewissen Grad rausholen und einfüllen. Da stehen die restlichen. Ja, ich würde mal sagen, später mehr. So Leute, das Chaos ist perfekt. Ich habe zumindest erstmal den groben Umlauf. Ja, mir fehlen so ungefähr 10, 15 Liter Wasser. Die bin ich gerade am Produzieren. Korallen sind drin. Und ja, jetzt beginnt der richtige Job. Die Korallen zu postieren, zu stellen, zu kleben. Ich weiß nicht, ob ich das heute Abend noch abfilme, aber ich denke mal, ihr werdet das Ergebnis sehen. Bis dann, euer Viper. Ja Leute, nächster Tag. So wie ich es angedroht habe. Ich habe gestern zwar noch einen Teil setzen können, aber irgendwann war dann nichts mehr zu sehen. Bin jetzt nebenbei unten im TB noch mit Watte am Filtern, damit mal mit die Trübstoffe rauskommen. Und ja, es ist erstmal vollbracht. Alles steht. Die Korallen, aufgrund der Tatsache, dass das knapp zwei Drittel des alten Wassers ist, stehen ganz gut da, haben alle wieder aufgemacht. So wie es ausschaut. Und ja, ich bin mit dem Aufbau sehr zufrieden. Er ist luftig, so wie auch in dem anderen, bloß hier ein bisschen mehr. Und ja, schauen wir mal, wie es sich jetzt dann hier entwickelt. Hier habe ich weitaus bessere Möglichkeiten, Strömung zu setzen und punktuell, sag ich mal, auf die SPS drauf zu powern. Wie man auch sieht, ist einiges los hier im vorderen Bereich. Macht alles richtig viel Spaß. Ja, das Gesamtbild, wie ich gestern gesagt habe, hat sich etwas verändert. Ich habe da ja diese Platte vorgemacht, die momentan von hinten angestrahlt wird, weil ich nämlich innen das Licht anhabe. Hier an der Seite ist auch noch eine neue Platte dran gekommen. Also das sieht jetzt um einiges, ich sage jetzt mal, edler aus. Nehmen wir mal die Platte hier weg. Hier wird ganz einfach nur mit zwei einfachen Magneten gehalten. Und hier haben wir dann jetzt Technikabteil. Wie gesagt, im rechten Bereich da unten ist noch Watte drin. Da wird noch gefiltert. Ansonsten genau der gleiche Einsatz von Materialien wie auch im Kubikus. Was ich im Moment weglasse, sind erstmal Wodka und den Phosphatabsorber. Da werde ich dann nach und nach messen, ob es notwendig ist. Und ja. Bin zufrieden und ein kleines bisschen stolz und schauen wir mal, wie es sich entwickelt, was gegebenenfalls noch an Getier dazu kommt. Fakt ist, es kommt auf jeden Fall mindestens ein Jungtier, gelber Dock, rein, genauso wie damals in 300er, und eigentlich sollte es dann erstmal sein, wenn sich die ganzen anderen Tierchen eingearbeitet und eingelebt haben, dann ist noch ein weiteres Tierchen hier drin, satt und genug für das Gesamtbild. Und ja, somit erstmal der Umzug vom Kubikus auf den Supercube abgeschlossen. Weitere Berichte folgen in üblichen Abständen. Euer Viper.